first, it was Luis Cobar. Morgen aus Medellin. Es war auch total emotional, als sie dann von ihren Erlebnissen erzählt hat. Im Stau zu stehen ist in Kolumbien absolut normal. Als wir dort standen, hatte ich schon die Panik, dass wir dort genauso lange stehen wie damals in Nepal, über mehrere Stunden. Aber nein, es ging sehr schnell weiter und dann zu dieser wunderschön gelegenen Raststätte. Mango, Mango, Mango! Es como una 14. Downtown es como una 10. Laureles, very close to Stadio Station, es como una 11. Have you been to Santo Domingo? Tony Nariño, do you remember? We need through 20 of July or 20 de Julio. So when they align the totem, because in my culture, the totem represents the wisdom, knowledge, struggle, for indigenous. Morgen aus Medellin. Wir sind jetzt schon 2 Tage hier, beziehungsweise, naja, wir sind vorgestern angekommen, abends, und hatten gestern den ganzen Tag, haben uns natürlich Comuna 13 angeguckt, also die Haupt,
also das, der Bezirk, weshalb Medellin bis 2012 als die gefährlichste Stadt der Welt galt. Und dieser Stadtteil hat sich echt super entwickelt in den letzten Jahren und Einheimische bieten Touren an durch die Gassen. Man kann auf deren, wir konnten auf deren Dachterrasse einen Drink nehmen und es war richtig, richtig, richtig schön. Also das kann ich nur absolut weiterempfehlen und es war auch total emotional, als sie dann von ihren Erlebnissen erzählt hat, was sie so, Laura ist sie übrigens, was sie erzählt hat, wie sie das Ganze erlebt hat. Sie war zum Beispiel 20 Jahre alt, als die Paramilitares und die Guerillakämpfer von der Polizei, vom Staat ausgelöscht wurden. Was heißt ausgelöscht? Aber als gegen die vorgegangen worden ist am 16. Oktober 2002, war das meine ich, war sie 20 Jahre alt und hat es halt alles mitbekommen, wie die Schüsse gehört, hat die Helikopter über dem Haus gehört und es war super emotional. Also mir kamen auch die Tränen. Ich fand es ja sehr, sehr eindrucksvoll, wie sie das halt erzählt hat. Und ansonsten haben wir uns noch Pueblita, Paisa angeguckt, ein kleines, ja so ein Heritage-Dorf, was nicht wirklich lohnenswert war. Wir sind da mit dem Uber hochgefahren, aber ansonsten, also wir hätten es auch sein lassen können. Es war ganz süß dort oben, aber es war nicht super wichtig, was man in Medellin gesehen haben muss. Und dann haben wir noch die Seilbahn von Santo Domingo aus zum Parque Arví genommen. Santo Domingo fand ich auch echt cool, ist halt so ein bisschen wie Comuna 13, auch am Hang gelegen, ein Stadtteil außerhalb von Medellin. Und dann haben wir von dort die Seilbahn nach oben genommen und der Blick war auch wirklich cool. Da entsteht dieses typische Bild von Medellin mit der Seilbahn, mit dem Sonnenuntergang hinten und der Seilbahn mit der Gondel vorne. Dann sind wir zum Parque Arví hochgefahren. Allerdings war es dann schon so spät, also ich fand es nicht spät, es war 3:30 nachmittags, aber aufgrund dessen, dass wir in der Dunkelheit erst so gekommen wären, wurde uns der Zugang zum Viewpoint verwehrt von der Polizei, weil es zu gefährlich sein sollte. Also das heißt, wenn ihr zum Parque Arví wollt und den Blick über die Stadt genießen wollt, dann geht früh morgens dorthin, weil es dauert circa 80 Minuten, also ja 80 Minuten, 40 Minuten hin und 40 Minuten zurück zu laufen. Und das hätten wir 3:30 im Hellen halt nicht mehr geschafft. Ja, und trotzdem hat sich aber der Cable Car Ride hat sich trotzdem gelohnt. Hat 6.000 Pesos pro Person one way gekostet, das heißt insgesamt haben wir 24.000 Pesos bezahlt. Ist für Kolumbien auf jeden Fall eine Stange Geld, aber ja, lohnt sich auf jeden Fall da hochzufahren und einmal den Blick aus der Seilbahn zu genießen. Ja, und jetzt genießen wir den letzten Morgen in Medellin und gleich geht's wieder zum Flughafen und dann geht's weiter nach Santa Marta. Kid.